Und dann war die Idee, einfach das Tagebuch zu machen, einfach hinzufahren. Einfach hinzufahren. Das hat sich aber auch noch verzögert. Aber ich wurde mehrfach vorher gewarnt, da gar nicht hinzufahren. Meine Schwester war, die auch mit zurückgelassen wurde in der DDR, die war stinksauer, als ich überhaupt mal angefangen habe, darüber anzudeuten, dass ich vielleicht doch zur Mutter hinfahre. Einfach nur, weil ich neugieriger Mensch bin. Außerdem hatte ich diesen Stoff da angefangen und wollte es auch zu Ende bringen. Ich wollte halt irgendwie doch diesen Moment noch erleben und auch beschreiben, den ich dann mit meiner Mutter nach 5 Jahrzehnten das erste Mal wieder Kontakt habe. Das wollte ich schon mit aufschreiben. Das war natürlich nichts. Das war ein Flop. Das war dann aber auch irgendwie vorauszusehen, weil es andere Leute gesagt haben: Tu dir das nicht an. Das ist weit unter deinem Niveau. Damit kehrst du in irgendein Mittelalter zurück. Aber die haben auch irgendwie nicht recht gehabt. Es waren ja plötzlich so Halbgeschwister da. 8 Stück und ich, 8 Stück sagt man nicht, 8 Menschen. Ja, und mit den Menschen lebten wieder andere Menschen noch zusammen. Die hatten aber auch schon Kinder gekriegt und ich bin zurückgefahren und habe im Auto dann gesessen und habe gesagt, also ungefähr 23 neue Verwandte sind da zugekommen. Das ist schon mehr, als man erwarten konnte. Die Story von dem Einzelkind war dann dadurch ganz hin. Und jetzt habe ich hauptsächlich auch mit dem Buch, mit Ihnen hauptsächlich zu tun. Ja, weil das ist alles irgendwie nicht zu begreifen, aber es ist tatsächlich so, meine Geschwister, also zumindest einer davon hat durchblicken lassen, dass die aus diesem Buch mehr erfahren hätten über die Mutter als an der Seite von der Mutter, weil wenn sie mal Fragen an die Mutter hatten, wurden sie sofort verdroschen. Man muss sich das mal vorstellen, ich wäre ja dann der Älteste gewesen, dann hätte ich das alles aushalten müssen. Also ich hätte mich um die Kinder, die Geschwister kümmern müssen und wäre dafür immer noch geschlagen worden und gedemütigt worden. Und das sind eben dann die anderen geworden. Es ist eine Halbschwester dabei, die von den eigenen Geschwistern Mama genannt wurde, weil die Mutter so oft weg war und sich rumgetrieben hat. Es war einfach so. Und die haben eben gesagt, du hast es doch gut gehabt. Auch was wir in dem Buch gelesen haben, auch wenn du Heimkind warst, das war allemal besser als jetzt, sagen wir mal, was wir durchmachen mussten. Und es wurde auch gesagt, dass was du als Poesie und Kreativität in dein Buch reinbringst, das hat sich die Mutter an Kreativität erlaubt, bei Gewalt ausüben, schlagen und sich neue Gemeinheiten. Ne? Da wurde mir jetzt vor kurzem geschrieben, war sie äußerst kreativ. Also die Halbgeschwister haben auch ein Problem damit. Wie lange sie es ausgehalten haben, wie lange sie mit zugesehen haben, wie sie geduldet haben, dass die anderen kleineren, schwächeren nicht, warum da keiner eingetreten ist, warum keiner das Monster, meine Mutter, wirklich mal von den Kindern getrennt hat, warum da nie einer gekommen ist und die dann wirklich mal zwangsweise heimgesteckt hat. Also das ist natürlich ein Riesenkomplex, der da irgendwo noch im Raum schwebt. Also zwei von den Halbgeschwistern lassen sich jetzt auch irgendwie therapieren, lassen sich behandeln. Ich habe denen immer gesagt, dass ich das Buch auch geschrieben habe, um mich selber ein bisschen zu therapieren oder zu behandeln und dass das für sie auch ganz gut ist. Ausführlich jetzt.